Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum literarischen Adventskalender 2019. Dieses Jahr ein Projekt der Jugendkoordination Kronberg. Und ich befinde mich hier auch gerade in der Basis der Jugendkoordination Kronberg, nämlich in der Adlerstraße 2 in Kronberg, in dem Kaffeekollektiv, das früher Treff International hieß und noch davor Elektro heißt. Jugendkoordination ist eine neue, innovative Form von Jugendarbeit, die die Stadt Kronberg aufbaut. Und es geht darum, einfach nichts für Jugendliche zu tun, sondern zu entdecken, welches Potenzial in ihnen schlummert und ihnen zu helfen, es selber zu tun. Hilf mir, es selbst zu tun. Das ist ja schon von vielen pädagogischen Richtungen auch eine grundlegende Erkenntnis, dass das immer am besten funktioniert. Ich meine doch, dass es Hilf mir, es selbst zu tun ist, entweder Martimeo oder Montessori-Pädagogik. Ich weiß es gerade im Moment gar nicht mehr so genau. Aber darum geht es im Grunde genommen. Und dann Räume der Begegnung zu schaffen zwischen Jung und Alt, wo man miteinander reden kann, miteinander ins Gespräch kommen kann, um sich kennenzulernen und so das Konfliktpotenzial, das immer im Miteinander der Generationen da ist, um dieses Konfliktpotenzial möglichst weit herunterschrauben zu können. Ja, ihr seht schon, heute ist der 16. Dezember. Es geht mit rasanten Schritten auf Weihnachten zu. Und ich habe heute in der Schule, heute Vormittag in der Schulsozialarbeit in der Altkönigsschule von meiner lieben Kollegin Christina Lengberg dieses wunderbare diesen wunderbaren ewigen Zeitmesser bekommen. Ich hatte bereits ihr einen solchen weggetauscht bei der Lehrerweihnachtsfeier, wo man immer so krass wegtauschen kann, die Geschenke. Und der steht im Rathaus mit einem Holzvögelchen oben drauf. Und jetzt hat sie mir diesen noch dazu geschenkt. Und ich glaube, den nehme ich nur, wenn ich selber im Rathaus bin, mit ins Rathaus. Ansonsten muss ich ihn einfach zu Hause haben. Ihr seht schon, so läuft das dann. Das ist halt alles live. Ja, wird nichts weggeschnitten, nichts overgedubbt, ist einfach live. Literarischer Adventskalender 2019. Ich lese Geschichten vor, ich lese neue Perspektiven auf ein altes Fest vor, nämlich Weihnachten. Was ist da eigentlich geschehen? Was passiert da? Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist da alles möglich? Vorzugsweise aus diesen beiden wunderbaren Büchern, nämlich einmal Es weihnachtet sehr, ein Best-of der letzten 7 Jahre Weihnachtswundernacht, einem fantastischen Projekt, das Thomas Klappstein und mit vielen Freunden zusammen im Brendo Verlag gestaltet hat, und dem neuen Buch von Frank Ponkowski, Thomas Klappstein und Micky Wiese, Weihnachtswunderzeit. Wir drei zusammen nennen uns als Autorenkollektiv das Trio Infernal. So, und diese Bücher sind überall zu bekommen, wo es auch andere Bücher gibt, also in eurem Local Bookstore oder in jedem Internetversandhandel, in jedem Internetportal könnt ihr diese Bücher käuflich erwerben und euch selbst und anderen Menschen damit eine Freude machen. Uns macht ihr eine Freude, eine besondere Freude, nicht nur wenn ihr es kauft, sondern auch wenn ihr eine Rezension irgendwo hinterlasst und dabei nicht vergesst, den selbstgemachten Honig zu erwähnen. Oder wenn ihr auch ein Bild macht, wie ihr dieses Buch gerade in Händen haltet, wie ihr es gerade gekauft habt, wie es euch selig lächeln lässt und dieses Bild dann hier unten in den Kommentaren postet. Und heute lese ich eine Science-Fiction-Weihnachtsgeschichte vor. Von einem der Autoren dieses Buches, der sehr viel mit Science-Fiction zu tun hat, weil er von Jugend an Science-Fiction-Romane liebt. Und wahrscheinlich habt ihr es euch schon gedacht, es ist Micky Wiese.
Micky Wiese mit der Geschichte, der letzte Weihnachtsbaum erleuchtet die Hölle. Ursprünglich wollte ich es eigentlich mal nennen, der letzte Weihnachtsbaum brennt in der Hölle. Aber das fanden die Kollegen dann doch etwas zu martialisch gleich zu Beginn im Titel, das schon so zu sagen. Deswegen heißt es also jetzt, der letzte Weihnachtsbaum erleuchtet die Hölle. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Quietsch nieder, dudelte es leise aus dem verbeulten Kassettenrekorder, den sie auf einer verlassenen Raumstation gefunden hatten. Es war eines der letzten sogenannten Weihnachtslieder, Schlüssellieder, die irgendwo zwischen ihren Texten, Melodien und Rhythmen eine verborgene Botschaft enthielten. Alle Jahre wieder war das Motto ihrer galaxisweiten Suche nach Erlösung geworden, und sie hatten als Zeichen für ihre Suche den Text in der Schrift der Ahnen über ihr gesamtes Raumschiff gemalt. Ihre Suche hatte begonnen, als sie ein paar alte Schriften aus einer Engelsbarke gerettet hatten, die im Begriff war, auf die Sonne zuzudriften. Und in einer der Schriften hatten sie Hinweise auf die Koordinaten des Ursprungsplaneten gefunden. Auf dem Ursprungsplaneten, hieß es in den kosmischen Legenden, sei der Erlöser geboren worden, der allein über den Durchgang durch die Entrückungsportale entschied. Und auf andere Weise konnte man nicht in die goldene Stadt des Allmächtigen gelangen. Das letzte, noch funktionierende Entrückungsportal sollte auf dem Ursprungsplaneten stehen. Es sollte sich außerhalb der linearen Zeitausbreitung in den jenseitigen Landen, den Phylakae, befinden. Und der Portalmeister Christuskind sollte vor tausenden von Jahren in einer nur 3 Tage anhaltenden dyschronalen Anomalie den Weg dorthin gefunden haben. Dort hätte er dann, hatten sie im Petruslogion, 1. Petrus 3, Vers 19 gelesen, den Seelen im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Und das hatten sie als Hinweis darauf verstanden, dass man zum einen nur in 8er-Gruppen durch die Portale gehen konnte und dass zum anderen die jenseitigen Lande tatsächlich noch Bestand haben mussten, solange es lebende Seelen im linearen Raumzeitkontinuum gab. Und genau wie in diesem Text waren auch sie 8 Seelen, die letzten Menschen eines sterbenden Universums. Als sie mit Lichtgeschwindigkeit in das System des Ursprungsplaneten einflogen, starrten sie ergriffen auf den dunklen Planeten. Ihre Ortungsgeräte konnten zwar keine energetischen Impulse mehr anmessen, aber dort sollte er unter einem großen ewigen Licht geboren worden sein, der Portalmeister Christuskind von einer Hominiden namens Maria. Unfassbar, dass es ausgerechnet in diesem entlegenen Teil der Milchstraße eine Gottesgebärerin gegeben haben sollte, eine Theokotos. Mittlerweile war diese Spezies bereits aufgestiegen und lebte wie so viele andere in der goldenen Stadt Jerusalemorum. Diese gigantische Chronosphärenarche zog ihre ewige Bahn durch das Multiversum, die allumfassende Schöpfung des Allmächtigen, geschützt durch einen Paros-Schattenschirm, der die Stadt durch eine Teilentmaterialisierung teilweise aus dem Normalraum entrückte. Die letzten 8 Seelen brachten ihr Raumschiff in eine stabile Umlaufbahn um den Ursprungsplaneten, rekalibrierten ihre Ortungsgeräte und begannen, die Oberfläche noch einmal zu scannen. Sie suchten
das Zeichen des Tannenbaums. Denn so hieß es in einem anderen kryptischen Liedtext, dass das Kleid des Tannenbaums die Portalsucher etwas lehren wolle, also den Code für die Benutzung des Entrückungsportals. Seine Blätter seien treu und beständig, hieß es dann weiter. Das ließ sie darauf hoffen, doch noch eine schwache energetische Signatur eines leuchtenden Weihnachtsbaums zu finden. Nachdem nämlich auch die Nachfolger des Portalmeisters nach Jerusalemorum aufgestiegen waren, starben die übrig gebliebenen Seelen im gesamten Universum nach und nach an der merkwürdigen Black Hole Seuche, die wie kleine schwarze Löcher alle Lebensenergie nach innen verkrümmte, bis nichts mehr zum Leben vorhanden war. Und wenn der letzte Mensch gegangen sein würde, sagten alte Berechnungen, könnte es noch circa 144 Jahre dauern, bis auch der letzte blinkende Tannenbaum auf dem höchsten Gebäude des Ursprungsplaneten erlosch. Nach diesem 828 Meter hohen Turm des Gottesgesandten, dem Burj Khalifa in Dubai, suchten sie jetzt. Hoffentlich waren sie nicht zu spät gekommen. Aber nein, da, auf der Außenterrasse der 148. Etage, der mit 555,77 Metern höchsten häuslichen Aussichtsplattform auf dem Ursprungsplaneten, da stand er und leuchtete. Ein echter Weihnachtsbaum, treu und beständig, auch wenn sein Licht schon bedenklich flackerte. Mit immer wieder auf ihrer langen Reise eingeübten Handgriffen speisten sie die Lichtsequenz des Tannenbaums in den Portalfrequenzmodulator ein, den ihnen ein alter Erzengel auf Ambrosia 7 überlassen hatte, einem Planeten des letzten Sonnensystems vor dem großen Leerraum zwischen Milchstraße und Andromeda. Dazu zitierten sie im vorgeschriebenen Rhythmus die alten Worte und hofften inständig, dass sie die Texte korrekt entziffert hatten. Alle Jahre wieder kommt der Portalmeister Christuskind auf die Erde nieder, wo wir acht Seelen sind, kehrt mit seinem Segen ein ins höchste Haus, geht auf achter Wegen mit uns ein und aus, ist auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass er treu mich leite in die jenseitigen Lande. Sie hatten die letzten Worte kaum gesprochen, da flimmerte die Luft vor ihnen und sie sahen vor sich die Portalkonsole in Form einer liegenden Acht, dem Symbol der Glückseligkeit und des ewigen Neuanfangs. Sie stellten sich im Kreis um die Portalkonsole und berührten sie gemeinsam an den acht vorgesehenen Vertiefungen. Und von einem Augenblick auf den anderen standen sie plötzlich in einem weiten, dunklen Raum. Ein leichtes Ziehen im Nacken verriet ihnen, dass der Transfer aus der linearen Zeitausbreitung heraus in die jenseitigen Lande funktioniert haben musste. Und obwohl sie die Anwesenheit unzähliger anderer Seelen wahrnehmen konnten, war es unmöglich, Verbindung zu anderen Achtergruppen aufzunehmen. Die jenseitigen Lande machten den Eindruck einer großen dunklen Leere, wie man sie sonst eben nur vom Raum zwischen großen Galaxien kannte oder von dem phylakischen Gefängnis, mit dem man den jungen Kindern Angst machte, wenn sie nicht hören wollten. Alle schienen auf etwas zu warten, aber es passierte nichts. Ängstlich hielten sie sich an den Händen. Ihres Wissens nach waren sie doch die letzten lebenden Seelen des bekannten Universums gewesen. Warum geschah dann nichts? Sollten sie das alte Petruslogion doch falsch verstanden haben? Doch da wurde es auf einmal hell. Ein Lichtstrahl fiel aus einer anderen Dimension in das Dunkel hinein und es strahlte hell auf über dem Volk, das da im Finstern wartete. Auf dem Lichtstrahl schwebte der Portalmeister Christuskind in das phylakische Gefängnis,
gefolgt von himmlischen Heerscharen, bestehend aus Engeln, Theokotoi, Verkündern, Tronoi, Blutzeugen und vielen anderen. Und sie alle sangen das wunderschönste Lied, das im Multiversum jemals erklungen war. Herrlichkeit des Christuskinds in der Höhe, das goldene Strahlen Jerusalemorums und Friede auf dem Ursprungsplaneten in den Seelen des Wohlgefallens, der Schlüssel zum Aufstieg. Dann entzündete der Portalmeister Christuskind höchstpersönlich den letzten Weihnachtsbaum mitten im dunklen phylakischen Gefängnis und sein Leuchten bahnte sich einen Weg durch die Nasen aller Anwesenden und machte sie wieder zu lebenden Seelen, indem sie den Verkrümmungsvektor der Black-Hole-Seuche auflöste. Und als alle wieder mit dem Herzen hören und sehen konnten, fing der Portalmeister Christuskind an zu predigen. Von einem Gott, der alle Menschen bedingungslos liebt, erzählte er, und dass dieser Allmächtige sie alle nach Hause holen wolle, und dass in der goldenen Chronosphärenarche noch genügend Platz für jeden Einzelnen aus den jenseitigen Landen sei und niemand im phylakischen Gefängnis bleiben müsse. Und sie hörten ihm zu. Die Prostituierten, Freier, Atheisten, Gläubigen, die Mörder, die Steuerhinterzieher, die Kindersoldaten, die den Eltern ungehorsam, die Börsenspekulanten, die Gleichgültigen und Leidenschaftlichen, Kreativen und Verwaltungsbeamten und aus welchen Hintergründen auch immer sie alle kamen. Und sie begannen zu weinen, tief erschüttert über die Erkenntnis, dass die Augen ihrer Herzen durch die Umstände des Lebens erblindet waren und dass sie den Stern, der ihren Namen trug, unter all dem Mist nicht mehr gefunden hatten, nicht mehr hatten finden können. So oder so ähnlich waren sie alle in den jenseitigen Landen gestrandet. Doch jetzt streckte der Portalmeister Christuskind seine Hand aus und bot jedem eine sichere Passage durch das letzte funktionierende Erlösungsportal an. Und gegen alle metaphysikalischen Regeln reichte der kleinste Funken Vertrauen in seine Botschaft aus und binnen eines Wimpernschlags war das phylakische Gefängnis leer und die Mission Weihnachten endlich erfüllt. Darum singt man seit Äonen an allen Orten des Multiversums davon, dass der letzte Weihnachtsbaum in der Hölle brennt. Das war eine Science-Fiction-Weihnachtsgeschichte von Micky Wiese, inspiriert von der Höllenfahrt Christi nach 1. Petrus 3, Vers 19. Und ich freue mich so sehr, dass ihr bei mir wart, dass ihr mir zugehört habt und freue mich ganz dolle drauf, euch morgen Mittag wieder zu sehen, wenn ich ein neues literarisches Adventskalendertürchen öffne und die nächste Geschichte aus einem dieser beiden Bücher vorlese. Denkt also dran, morgen wieder live und morgen, sage ich schon mal, ist der 17. Dezember. Ist das nicht cool? Also, schönen Nachmittag euch noch. Bis dann.